Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich die Frage beantworten, wie oft man sich eigentlich die Zähne putzen sollte. Also bleibt dran! Bevor ich die Frage beantworte, abonniert unbedingt meinen Kanal. Damit würdet ihr meinen Kanal nämlich unterstützen und helfen, dass ich noch ganz, ganz viele andere Leute mit meinen Videos erreichen kann und eben noch viel, viel mehr Menschen damit helfen kann. Also unbedingt abonnieren. Und dann möchte ich jetzt die Frage beantworten. Das kann ich halt nicht in einem Satz beantworten und es gibt auch keine so pauschale Antwort, die jetzt auf jeden zutrifft. Denn wie oft man sich die Zähne putzen sollte, hängt auch ganz, ganz stark von eurer Ernährung ab. Die Ernährung spielt natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle und vor allem bei der Ernährung, wie viel Zucker ihr esst oder auch wie viel kurzkettige Kohlenhydrate ihr esst. Sprich, helles Brot, hellen Reis, Nudeln, sowas alles spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Wenn ihr ganz, ganz wenig bis keinen Zucker oder kurzkettige Kohlenhydrate esst, dann spielt die Zahnpflege eine weniger wichtige Rolle. Ich möchte nicht sagen, es ist nicht wichtig. Auf gar keinen Fall. Mundhygiene ist immer wichtig. Aber es ist einfach weniger wichtig, als wenn ihr sehr viel Zucker esst und vor allem, wenn ihr häufig am Tag Zucker esst. Also die Häufigkeit spielte auch eine ganz, ganz große Rolle. Wenn ich diese Frage pauschal beantworten müsste, dann würde ich sagen, wenn ihr zweimal am Tag, also morgens und abends, eure Zähne putzt, dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Ich weiß, dass es einige Menschen gibt, darunter auch einige Zahnärzte, die sich sogar nur einmal am Tag die Zähne putzen. Und das sind dann aber welche, die wirklich keinen Zucker essen, keine kurzkettigen Kohlenhydrate. Und da funktioniert das schon. Ich will nicht abstreiten, dass es nicht funktioniert, sondern die kriegen dann, auch wenn sie sich nur einmal am Tag die Zähne putzen, tatsächlich keine Karies. Aber mal Hand aufs Herz, wer von euch macht das? Wer isst wirklich keinen Zucker, keine kurzkettigen Kohlenhydrate? Und ich unterstelle einfach mal, dass die wenigsten von euch wirklich komplett auf Zucker und kurzkettige Kohlenhydrate verzichten. Insofern würde ich sagen, einmal am Tag ist für euch zu wenig. Und davon mal ganz abgesehen, finde ich es aus hygienischer Sicht auch ein bisschen, ich sag mal, merkwürdig, sich nur einmal am Tag die Zähne zu putzen. Sei es morgens oder abends, weil ich möchte schon mit einem frisch geputzten Mund in den Tag starten und auch mit sauberen Zähnen abends ins Bett gehen. Also für mich käme es überhaupt nicht in Frage, egal wie wenig Zucker und alles ich esse, sich nur einmal am Tag die Zähne zu putzen. Dann stellt sich natürlich die Frage, sollte man sich vielleicht noch häufiger die Zähne putzen? Also nochmal mittags oder wenn ihr nachmittags irgendwie Kuchen esst, sollte man sich direkt danach auch nochmal die Zähne putzen. Und das ist so ein bisschen individuell unterschiedlich. Wenn ihr mittags oder nachmittags eben Zucker esst, dann würde ich danach schon nochmal die Zähne putzen. Weil wenn ihr euch erst abends wieder die Zähne putzt, dann ist die Zeit, die dieser Zucker auf den Zähnen einwirkt, sehr lang. Zumal die meisten von euch sich auch erst kurz vorm Schlafen gehen die Zähne putzen und nicht direkt nach dem Abendbrot. Die meisten gehen um 10 schlafen und putzen sich abends um 10 die Zähne. Und das sind einfach von mittags an sehr viele Stunden, die dieser Zucker einwirkt. Also wenn ihr wirklich Süßes esst oder Nudeln zum Mittag esst, dann würde ich schon sagen, ist es besser, ihr putzt euch danach die Zähne, insbesondere bei Zucker. Genauso, wenn ihr mittags irgendwas esst, was sehr starke Verfärbungen macht, Curry zum Beispiel, wenn ihr Tee trinkt, Kaffee trinkt, Rotwein trinkt, all solche Dinge, von denen eben bekannt ist, dass sie starke Verfärbungen machen, auch dann würde ich mir lieber danach nochmal die Zähne putzen. Wenn ihr sowas nicht esst, keinen Zucker, keine kurzkettigen Kohlenhydrate, keine Dinge, die Verfärbungen machen, dann ist es nicht zwingend erforderlich, sich mittags oder im Laufe des Tages nochmal die Zähne zu putzen. Und das meine ich eben, es hängt sehr stark davon ab, was ihr esst. Und ich würde sagen, geht lieber auf Nummer sicher und putzt euch einmal zu viel die Zähne als einmal zu wenig. Und klar kann es auch sein, wenn ihr jetzt mittags Zucker esst und abends erst wieder die Zähne putzt, dann bekommt ihr auch nicht sofort Karies, weil Karies braucht sehr viel Zeit, um zu entstehen. Und Karies entsteht nicht, wenn ihr einmal mittags Zucker esst und danach nicht die Zähne putzt. Nein, es kommt vielmehr darauf an, was
ihr insgesamt über die Tage, Wochen, Monate verteilt esst und was ihr häufig, regelmäßig macht. Und wenn ihr immer wieder den ganzen Tag über Zucker esst und niemals danach die Zähne putzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Karies entsteht, natürlich viel höher, als wenn es ein einziges Mal passiert. Das spielt dann natürlich auch noch eine Rolle. Und eben auch die Häufigkeit der Zuckerzufuhr. Ob ihr jetzt einmal mittags das esst oder am Vormittag und mittags nochmal und nachmittags und vielleicht trinkt ihr sogar den ganzen Tag über Apfelsaft oder Eistee mit Zucker und solche Sachen. Also wie häufig der Zucker zugeführt wird und auch wie lange er letztendlich dadurch auf den Zähnen verweilt, das spielt da alles eine Rolle. Deswegen kann ich diese Frage nicht pauschal für jeden beantworten. Ich kann nur noch mal ans Herz legen, achtet auf eure Ernährung, achtet darauf, dass ihr Zuckerkonsum minimiert, dass ihr kurzkettige Kohlenhydrate minimiert und eben lieber einmal zu viel Zähne putzen als einmal zu wenig. Was außerdem auch noch eine Rolle spielt, und zwar eine ganz entscheidende Rolle, ist, wie gründlich ihr euch die Zähne putzt, wenn ihr euch dann die Zähne putzt. Man kann es nämlich dreimal am Tag total schlusig machen und ihr bekommt am Ende trotzdem Karies, weil ihr einfach nicht alle Stellen geputzt habt, weil ihr nicht gründlich geputzt habt, weil ihr nicht lange genug geputzt habt, also die Plaque nicht überall gründlich entfernt wurde. Und ja, der häufigste Fehler ist eigentlich wirklich, weil man Stellen vergessen hat oder eben zu kurz geputzt hat. Und natürlich spielt auch die Zahnzwischenraumpflege eine Rolle, weil in den Zahnzwischenräumen entsteht so oft Karies und da könnt ihr euch noch so häufig am Tag die Zähne putzen. Wenn ihr eure Zahnzwischenräume nicht reinigt, dann hat das Ganze leider keinen Sinn oder sehr wenig Sinn, weil dann bekommt ihr letztendlich in den Zahnzwischenräumen die Karies. Also, wie gesagt, wie gründlich ihr euch die Zähne putzt und die Zahnzwischenräume reinigt, das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Und über die Häufigkeit des Zähneputzens kann man auch zu einem gewissen Grad gewisse Fehler ausmerzen, weil dann bekommt ihr vielleicht am Morgen, wenn ihr die Zähne putzt, eine Stelle nicht ganz erwischt oder ihr habt nicht viel Zeit, was auch immer. Ihr habt einfach eine Stelle vergessen, putzt euch mittags oder abends wieder die Zähne und bei dem Mal erwischt ihr die Stelle dann. Das heißt, über die Häufigkeit könnt ihr insgesamt diese Fehler ausmerzen und dafür sorgen, dass unterm Strich alle Flächen häufig genug gereinigt wurden. Zu all diesen Themen, die ich gerade so angerissen habe, habe ich auch schon ganz, ganz viele Videos im Detail gemacht, wie man sich richtig die Zähne putzt mit einer Handzahnbürste oder einer Schallzahnbürste, wie man richtig Zahnseide benutzt, Interdentalbürsten benutzt, die ganzen Unterschiede dazwischen, wann man was am besten verwendet und die Vor- und Nachteile. Ich habe so viele Videos schon auf meinem Kanal. Ich verlinke die alle unten in der Beschreibung. Also schaut unbedingt rein in die Beschreibung. Da sind noch mal ganz viele Videos, die euch jetzt noch interessieren könnten und vor allem auch helfen könnten, weil in den Videos gehe ich noch mal mehr ins Detail. Und ich hoffe, dass ich diese Frage damit ausreichend beantwortet habe, dass dieses Video euch geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und so verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.